Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 2009. Ja, ich habe ehrlich gesagt die ganze Nacht lang daran gearbeitet, dass die Map hier klappt und ich habe endlich meinen Fehler gefunden. Ihr müsst das nicht in eurem Ordner einfügen, diese Map, wo man sonst Mods einfügt oder halt die Savegames gelagert sind, sag ich mal. Nein, ihr müsst in den Systemordner vom Spiel. Und dann habe ich halt das Savegame noch ein bisschen vorbereitet. Hier sehen wir übrigens eine kleine. Hier haben sich die Jungs verewigt. Ich denke mal, das werden die Mapbauer sein. Der Hennen 200, 2002, der Frenetic und ich glaube, der JD7530 ist immer noch dabei und Klaas Omat. Da bin ich mir aber nicht sicher, also dass die aktuell noch was machen. Aber irgendwie der ein oder andere Name, der ist mir schon mal begegnet. Wir sind jetzt also hier auf der Alpen-Challenge-Map. Ich weiß nicht genau, wie wir anfangen. Da bin ich schon die ganze Zeit am Überlegen. Ob wir jetzt sagen, ich habe ein bisschen Equipment vorbereitet, wir starten jetzt direkt hier in die Arbeit oder ob man erstmal eine kleine Expedition macht. Der eine oder andere hat vielleicht vor kurzem oder naja, mittlerweile auch schon wieder vor 6, 7 Wochen mein Video gesehen zur Alpen-Challenge-Map im LS15. Auch auf jeden Fall eine schöne Sache. Oh, das ist gefährlich, da hinten sehe ich gerade. Man darf scheinbar die Sachen. Oder die Sachen ist gut. Man darf scheinbar. Genau, da hinten steht das Schneidewerk jetzt so komisch. Das liegt daran, dass ich das zusammengeklappt aufgestellt habe. Darf man wohl nicht machen. Müssen wir mal schauen, wie wir das da rauskriegen. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Equipment. Ich habe einen 936 auch schon geholt, weil ich mir gedacht habe, im Endeffekt, ums Geld willen, um hier irgendwie groß was zusammenzusparen, spielen wir, denke ich, eh nicht mehr. Einfach weil das haben wir schon geschafft im letzten Part des Let's Plays. Haben wir das Ganze ja so ein bisschen finalisiert. Und jetzt geht es mir eigentlich mehr darum, hier nochmal ein bisschen Nostalgie-Stimmung auf der Alpen-Challenge zu haben. Wir haben hier noch Kühe. Da hier ist ja auch irgendwo der Gras- und Strohträger. Was auch noch ganz geil ist: Gras und Stroh. Genau. Ja, wir haben da oben noch einen Strohballenträger und der ist relativ geil. Diese Wiese möchte ich gerne wie mähen. Also generell habe ich mir überlegt, wir wollen erstmal ein bisschen selber mähen. Vielleicht lassen wir unterdessen unseren Drescher arbeiten mit dem Helfer. Ja, mir diesen coolen, ja, diese coole befahrbare Scheune, zumindest die Oberetage ist halt so befahrbar. Das hier sieht vielleicht ein bisschen komisch aus. Hier ist einfach nur schwarz gelassen. Wenn man hier die Ballen reinschmeißt, also hier rückwärts ranschiebt, Ballen reinschmeißt, dann werden die verkauft. So habe ich das zumindest in Erinnerung. Und dann habe ich hier oben uns noch einen kleinen Unimog hingestellt. Der kann uns dann die ein oder andere Transportarbeit erleichtern. Beziehungsweise, ich würde eigentlich, ich weiß noch nicht, ich glaube in dieser Folge mache ich das noch nicht, weil ich mich eigentlich sehr auf diese Wiese hier freue. Da laufe ich schon die ganze Zeit vorbei und die möchte ich unbedingt mähen. So am Steilhang hier gibt es generell mehrere Wiesen, die ich gerne mal mähen würde und deshalb denke ich, fangen wir erstmal damit an und schauen dann. Wir müssen aber erstmal das Schneidewerk retten. Hier haben wir den kennt ihr ja schon, den Krone Swatro. Das ist derselbe Schwader, den wir schon mal benutzt haben. Den ein oder anderen Mod haben wir natürlich auch wieder dabei. Gerade der Fendt GTA durfte bei mir irgendwie nicht fehlen. Den habe ich doch wieder ordentlich ins Herz geschlossen, nachdem wir den ja schon eigentlich so ein bisschen aus dem 13er kannten. So, jetzt ist hier die Frage. Nein. Nein. Scheiße. Wenn ihr da hinguckt, ihr seht da was Gelbes, oder? Das steckt unter der Map hier. Naja, ich merke mir auf jeden Fall, mehr darf man nie, man darf nie abspeichern, wenn die nicht zusammengeklappt sind. Beziehungsweise man darf 10. Alter, dann fehlen uns ein paar tausend dafür. Das kann ja eigentlich nicht sein. Aber gut, ich habe schon eine Lösung, auch wenn das Ganze, ja. Sagen wir es mal, es ist ungeschickt, aber lassen wir den eben hier stehen. Wir haben nämlich noch einen Kollege, irgendwie hatte ich da mal Bock drauf, im letzten Let's Play oder im letzten Bereich des Let's Plays gar nicht so stark vertreten, war ja der kleine Mann hier, den sind wir ja nur am Anfang ein bisschen gefahren, sind dann ja relativ schnell auf die größeren Sachen umgestiegen, um ein bisschen mehr Schlagkraft zu haben. Aber
Ich denke, hiermit kann man jetzt auch erstmal noch ganz gut Spaß haben. So, wir haben jetzt auf jeden Fall hier mal einen Anhänger gleich voll Weizen. Da werden wir uns ein bisschen Geld mit holen. Ich spiele, glaube ich, auf leicht, wenn ich mich nicht täusche. Wir können ja mal eben den Preisen gucken. Ja, 2.000, 3.000, das wird leicht sein. Habe ich gar nicht so drauf geachtet. Wie gesagt, also die Geldgeschichte interessiert mich bei dem Let's Play hier ehrlich gesagt am wenigsten. Einfach weil, das haben wir schon durch. Da hinten sind Silos, da kann man dann, denke ich, auch die Grassilage quasi entleeren. Hier haben wir noch eine Wiese. Also ich möchte am Anfang hier auf jeden Fall ganz stark Wiesenmähen, Laden, Schwadern. Sowas wird uns, denke ich, die erste Zeit vom Let's Play ordentlich begleiten. Ich mache euch hier mal die Karte auf, da seht ihr dann, das Straßennetz ist grundlegend, sage ich mal, der Standard Straßennetz, der Standardkarte. Aber die Landschaft wurde halt so krass verändert, dass man davon eigentlich nichts mehr wiedererkennt. Und auch Texturen, Bäume und so weiter. Das hier war einfach damals eine Map, die ich total gefeiert habe. Und ich bin auch froh, dass man immer noch an die Download-Links und so weiter kam. Das ist schon echt ein Fest hier, was zu machen. Wir fahren jetzt einfach mal hier lang. So. Aber schon cool, ne? Sogar mit Sound, dass man vorbeifährt und man hört, wie da Leute sitzen würden. Leute, die rumlaufen, gab es ja damals, glaube ich, noch nicht, wenn ich mich nicht täusche. Doch das müsste im Elva gekommen sein, also war es hier wohl noch nicht der Fall. Ja, das ist schon Nostalgie hier. Hier haben wir eine Abkippstelle, wo wir jetzt auf jeden Fall gleich dann mal mehr kaufen können. Jetzt ist die Frage, wollen wir wirklich so eine kleine Map-Expedition machen oder sagen wir, wir erkunden das Ganze so nebenbei und machen vielleicht später noch eine kleine Expedition, so einmal die große Runde über die Map. Ich möchte, glaube ich, okay, das habe ich nicht alles abgekippt. Ist aber auch egal, weil Hauptsache wir haben das Mähwerk gekauft, da kontrolliere ich aber nochmal eben. Manchmal verwirrt das etwas. Ich habe jetzt ein bisschen sehr viel Zeit hiermit verbracht, weil ich einfach geguckt habe, ja gut, was brauchen wir für Start-Equipment, was macht Sinn. Ich habe mich jetzt für ein recht, ich sag mal, gemischtes Start-Equipment entschieden. Nicht so ganz kleine Sachen, nicht nur das allergrößte. Also grubber und sämaschinenmäßig sind wir im 3-4 Meter Bereich aufgestellt. Und andere Sachen haben wir halt mal größer, wie den Meer. Den Klaas wollte ich jetzt auch erstmal noch nicht nehmen. Ich denke, auf Dauer kann man da auch den Selbstfahrer nehmen. Den findet er ja doch teilweise recht geil. Und ich ehrlich gesagt auch. Nur finde ich irgendwie, der war mir dann doch eine Nummer too much für den Neustart hier quasi. Der war einfach schon ein bisschen zu viel. Und ein kleines Sparziel können wir dann mit dem Kollegen auch noch haben, denke ich. Weil das wäre, denke ich mal, so ein bisschen, dass man noch ein bisschen ein Ziel hat, so. Außer, dass man einfach nur Nostalgie-Feeling hier haben möchte, finde ich gar nicht so schlecht. Also, das steht zwar im Vordergrund, aber so ein bisschen nebenbei, dass man sagt, okay, da kann man sich mal drauf freuen, auf das und das Gerät. Ist, denke ich, auch nicht schlecht. Also, wir haben hier auch immer noch weiter die Möglichkeit, beim Ladewagen aufzurüsten und so. Ich habe extra schon 936 geholt, weil ich davon ausgehe, dass, wir auf Dauer auch nochmal einen größeren Wagen oder sowas fahren. Und gerade wenn man sich hier schon die Wiesen anschaut, dann ist das schon eine ganz, ganz große Nummer. Wir fahren jetzt auch erstmal hier den Pass lang. Das ist so ein kleiner Pass, der geht dann hinten noch über so ein kleines Plateau und über eine Brücke. Da ganz oben ist, glaube ich, ein Gipfelkreuz. Also ist so ein bisschen gemischt, sage ich mal. Wer die neuen Maps kennt oder was Modder mittlerweile so hinkriegen, der denkt sich vielleicht, na, das sieht ja noch gar nicht so geil aus, aber ihr müsst einfach mal überlegen, wie alt diese Map ist und das sind einfach mal 6 Jahre um den Dreh. Dafür ist auch solche Sachen wie dieser Sound, der abgespielt wird, wenn man da an der Brauerei ist und so, das ist schon echt großes Kino. Das machen manche Modder heute noch nicht. Und von daher bin ich da eigentlich echt froh, dass wir jetzt auf dieser Map hier sind. Hier haben wir dieses kleine Plateau, von dem ich geredet habe, halt in diesen Bergen. Mittlerweile befindet sich hier die BGA in der 2015er Version, die aber noch so ein bisschen, ja, nicht Beta-Status hat, aber halt noch nicht komplett fertig ist. Hier haben wir einen Wasserfall, genau. Wasserplan sind natürlich damals, okay, es gab damals auch schon bessere, aber Wasserplan, ich sag mal mit Bewegung, waren damals ja auch noch nicht so ganz im Mode. Die hatte man ja auch mehr oder weniger noch nicht.
Da vorne haben wir jetzt übrigens auch noch eine schöne Wiese, die man da so lang mähen kann. Wir sind gerade übrigens unterwegs zum Händler, wer das nicht gerade weiß und sich denkt, warum gurkt er denn da rum? Der soll da mal anfangen zu arbeiten. Da gibt es halt nur zu sagen, dass wir erstmal noch unser Mähwerk holen werden. Wir machen auch, glaube ich, wirklich dann mal größere Expeditionen hier. Ich möchte einfach mal, ich kenne ehrlich gesagt nicht mehr jeden Winkel und das möchte ich gerne ändern, einfach weil ich weiß noch, dass hier geile Wiesen waren, so in den höheren Bergen, da teilweise hier in der Ecke, glaube ich, eher weniger, aber es gibt einfach so Stellen, da denke ich mir, das wäre vielleicht was, wenn man, ja, wenn man das Ganze so ein bisschen an den Stellen hauptsächlich spielt, beziehungsweise halt so ein bisschen eher so diese alpine Richtung einschlägt. Weil im flachen Land haben wir ja eigentlich schon genug gemacht. Was ganz witzig ist, oder eigentlich nicht ganz witzig, sondern eher ein bisschen blöd. Mein Wecker klingelt. Das ist ja schön. Wie gesagt, ich habe die ganze Nacht hier repariert und jetzt klingelt mein Wecker. Das ist ein bisschen traurig. Ich bin 10 Sekunden weg und mache den aus, damit das nicht stört. Kann auch sein, dass das jetzt 20 Sekunden waren, aber gut, da sind wir jetzt mal nicht so knickrig, sondern wollen mal einfach weitermachen. Ja, so ist das, wenn man sich Mühe gibt, dass die Geschichte hier so langsam ins Rollen kommt. Ich hätte schon fast Angst, dass wir eine Woche Pause machen müssen oder so, weil hätte ich es heute nicht geschafft, hätte ich es wahrscheinlich, also hätte ich es heute Nacht nicht geschafft, heute Morgen nicht geschafft, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht mehr innerhalb dieser Woche hinbekommen, zeitlich. Und das ist jetzt ganz gut, dann können wir doch noch spielen. Und da haben wir uns ja eigentlich doch schon alle ziemlich drauf gefreut, denke ich. Also es wäre echt schade gewesen, wenn das nicht geklappt hätte. Wir wollen jetzt erstmal schauen. Ich denke mal, bergauf wird er sich ziemlich quälen. Eventuell müssen wir 936 vorhängen, wenn das hier viel zu langsam wird. Weil guckt euch mich hier mal die Steigung an. Das ist nicht mehr ein bisschen wie auf der Standard-Map. Das ist schon richtig heftig. Ich habe auch erst noch ein bisschen geguckt, ob ich nicht so Steilhangmäher und sowas finde. Aber so richtig schöne Mods, die man dann auch noch runterladen kann, weil die meisten Download-Links sind ja mittlerweile doch dann eher verfallen, habe ich dann doch nicht gefunden. Bin mal echt gespannt. Ich glaube, hier ist auch eine andere Schwarztextur verbaut als auf der Standard-Map. Wobei wir auf der Standard-Map ja nie so groß Gras gemacht haben, nur so ein bisschen eine Wiese. Aber das müsste doch schon tacken besser hier aussehen. Wesentlich dichter, wesentlich höher. Gar nicht schlecht, auf jeden Fall. Boah, das ist schon eine krasse Steigung, oder? Also, ich muss sagen, ich mag den Hof an sich auch ganz gerne. Manchmal finde ich die Gebäude ein bisschen viel zu groß, aber ja, so an sich auf jeden Fall eine schöne Position. Auch, dass irgendwie die Standard-Map so beibehalten wurde, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, man ist auf der Standard-Map. Aber man kennt sich halt sofort aus, weil man das Straßennetz grundlegend eigentlich kennt. Und ja, das macht das Ganze halt wirklich zu einer sehr, sehr ja, passablen, alltagstauglichen Map, würde ich sagen. Wer vielleicht noch von euch den Neuner spielt, ihr habt da auf jeden Fall eine Map, die gefallen kann, sage ich mal. So, schauen wir mal, dass wir hier. Man darf nur nicht zu schnell fahren. Deshalb fahre ich jetzt erstmal Tempomat 1, sonst muss ich gleich vielleicht noch langsamer bergab. Wird es hier wahrscheinlich relativ rasant werden. So wie ich den LS kenne. Und dann hier mit dem 716er werden wir dann doch schon ganz gut Meter machen. Ich weiß nicht genau, wir werden wahrscheinlich so bei 8 Meter Arbeitsbreite liegen, würde ich schätzen, für die komplette Kombi hier. Für das Butterfly ist es ja im Endeffekt nicht, aber halt für die. Ups. Ah, okay. Der war nicht ausgewählt. Ich habe mich gerade gewundert. Ich wollte ja eigentlich das Ganze. Hallo? Warum geht das nicht? Jo, jetzt geht's wieder. Bin ich wohl irgendwie gerade. Habe ich wohl irgendwie gerade versehentlich deaktiviert? Hä? Anschalten. Ja, gut. Muss doch gehen.
Ich glaube, der hat einfach ein bisschen Probleme mit der Höhenanpassung hier. Warum der die Aussetzer da macht. Wenn das so ein bisschen uneben ist. So, dann können wir nämlich drehen. Und fahren jetzt hier gleich schon auf den zweiten Part auf der Alpen Challenge Map zu. Und wir sehen uns dann morgen, denke ich. Hoffe ich, schaffe ich. Vielleicht. Tschüssi. Boah, ich bin. Man merkt, dass ich schlafen sollte. Tschüss.